Ne? Also ich hab, wir haben ja beide bei Weber gearbeitet, da war ich das Schmuddelkind. Also mal ganz konkret. Echt? Du hast mit der, ja, ganz konkret. Du hast mit der Presse... Ich habe immer gedacht, der feine Herr Falk, der kennt sich so gut aus. Absolut. Recherchiert aber so gut. Aber guck mal, der Punkt ist, warte, jetzt wird es persönlich, warte. Wer denn? Was ich will dir nur, ihr habt das nicht mitgekriegt, weil ihr hattet keine Probleme im Sender. Ich habe zum Beispiel mit der Presseabteilung, mit der du ja auch zu tun hattest, von Viva ganz konkret, wenn ich gesagt habe, ich möchte da und dahin, und das war deren Job, sich darum zu kümmern, was weiß ich, geh mal zu Harald Schmidt, geh mal dahin, ihr hattet da immer sofort alle Zugänge und euch wurde das gemacht, als Interaktivmoderatoren, als Mainstream-Moderatoren. Ich von der Spartensendung aus war immer so, ja, der Hip-Hop, wen interessiert das? Das will doch keiner wissen. Ich will dir nur sagen, diese Einstellung findest du breit in den Mainstream-Medien wieder. Ja, das ist doch schade. Ich finde das schade, deswegen motze ich ja hier. Ja, lass es raus. Aber du musst gegen die Richtigen motzen. Und, ich würde auch gerne mal wissen, was du gerade meintest. In welchem Medium, in welchem TV-Sender gab es vorher Street-Rapper? Ich habe denen zum Beispiel den Zugang zu Viva damals verboten. Ich fand die kacke. Du warst auch so eine Pussy. Ich war auch so eine Pussy. Okay. Ich habe Agro scheiße gefunden, ganz konkret. Ehrlich? Ja, weil die meinen Hip-Hop kaputt gemacht haben. Okay. Wir wollten aber gar nicht. Bis ich verstanden habe, aber das ist genau der Punkt. Ich kann deshalb auch darüber sprechen und das auch alles kritisieren, weil ich das selbst durchgemacht habe, weil ich genau denselben Standpunkt hatte. Ich war sehr arrogant diesen Rappern gegenüber, weil die alle Werte und alle Dinge vertreten haben, die ich verurteilungswürdig finde. Ich finde das schlimm. Ich finde es schlimm, was du machst, Flair. Nein, aber der Punkt ist, dass ich mich angefangen habe zu öffnen. So viele Feinde. Jetzt gleich zieht er mir eine. Gleich zieht er mir eine. Pass auf, ich habe mich aber dann, und das ist der Punkt, ich habe mich dann mal damit auseinandergesetzt. Ich habe den Jungs zugehört, ich habe mit denen geredet, ich habe mir das angeguckt. Und dadurch habe ich gemerkt, ich habe nicht recht. Das stimmt so nicht. Ich muss da eine andere Einstellung, ich habe dadurch eine andere Einstellung dazu gewonnen. Und bin offener. Und genau das, was ich durchgemacht habe, verlange ich generell dann auch von den Menschen. Ich wollte eine Frage ganz kurz. Glaubst du nicht, dass wenn so harte Typen jetzt wie wir, so ich übertreibe jetzt, wirklich schwulenfeindlich wären und frauenfeindlich, dann würden wir nicht drauf scheißen und das einfach so behaupten? Also du hast mich ja jetzt ein paar Minuten gesehen, so ich hab jetzt zu allem eine tolle Meinung und ich vertrete meinen Standpunkt so. Glaubst du nicht, wenn ich schwulenfeindlich wäre, dann würde ich jetzt zu dir sagen, ja, bin ich. Ja, also siehst du, aber mach ich nicht, weil ich bin. Ja. So, und ich kann doch nicht verstehen, dass andere Leute... Nein, aber es ging ja einfach nur, also für mich oder generell, darum, ich frage mal nach. Weißt du, warum das ist cool, das ist cool. Aber es gibt so viele Rapper da draußen, so, bei denen nie nachgefragt wird. Und das sind alles, glaub mir, viel, gerade auch, ich kann immer sehr gut für Berlin sprechen. Wenn du Said sagst, ich habe Said vor 2 Wochen getroffen in Kreuzberg, Hengst kenne ich seit meiner Kindheit so. Es gibt einige von diesen Rappern, die, und glaub mir, 100%, wenn ich dir das sage, die sich eher zum softeren Pussy-Rap entschieden haben, damit sie irgendwie im Leben jetzt, in der Neuzeit, irgendwie den kommerziellen Erfolg erreichen. Glaub mir, dass sozusagen einige Rapper jetzt den langen Bart bekommen und die dicke Hornbrille, das ist alles... Nur aus Kommerz, meinst du? 100%, weil sie mit dem Straßenrap, du hast ja gerade so schön gesagt, Fari Bang und Kollega, die sind übrigens für mich auch nicht Straßenrap, aber das soll jetzt kein Diss sein, aber ich kann gleich auch begründen, warum. Der Straßenrap musste sich selber aufgeben in Deutschland, weil die Medien einfach nichts mehr zugelassen haben. Und so, es gibt dann ein, zwei Ausnahmesituationen. Aber da gehe ich dazwischen. Wenn wir jetzt sagen, es gibt ja Internet, weißt du, die Freiheit ist da. Internet ist was anderes. Internet kann keiner kontrollieren. Eben, aber die ist ja jetzt da. Genau. Deshalb musst du dich ja eigentlich nicht mehr verstellen. Nein, genau, da ist, ich sowieso nicht, aber da ist genau der Punkt, dass seitdem sozusagen die Mainstream-Medien nicht mehr die Meinungsmacher sein können, weil es das Internetmedium gibt, liegt es ja an jedem Einzelnen zu sagen, okay, ey, pass auf, ich mache mein Ding, ich mache das, was ich wirklich bin. Und wenn ich dann damit Erfolg habe, so, dann liegt es an mir selber, dass ich sozusagen mein Business auf die Reihe bekomme, mein Marketing gut mache. Es liegt also an jedem Künstler selber sozusagen, dass er Erfolg hat. Und wenn du dann jetzt kommst und sagst, Farid Bang und Kollega verkaufen doch 100.000 Platten, ja, da hat aber keiner in deinem Sender und keiner in jedem anderen Sender ein bisschen dazu beigetragen. Das haben die Jungs alles alleine gemacht. So, und ab dem Tag, und es geht nicht nur um Medien, sondern es geht um relevante Medien, Hip-Hop-Themen, auch Radio, Radiosender, relevante Radiosender, wieder Hip-Hop-Themen nehmen und die relevant machen, so wie es früher war. Dieses Heft hat Rapper relevant gemacht. Wenn du auf dem Cover warst, und darum lache ich gerade hier über dieses Cover,
Ja? So, dann warst du relevant. Dann warst du, oh, ja, hast du gesehen, Flair ist auf dem Backspin-Cover. Ab dem Tag war ich relevant. So, und kein Medium, kein Fernsehmedium, kein Backspin-Medium ist mehr sozusagen, macht mehr einen Künstler relevant oder unrelevant. Und darum liegt es an den Rappern selber. Und deswegen wundere ich mich auch, dass dann wirklich Rapper heutzutage kommen und sagen, oh, früher war ich Gangster-Rapper wie Bas Sultan Hengst. Rap braucht kein Abitur. Und heute macht er halt endlich erwachsen so. Das ist dann halt jedem selber überlassen. Aber da wird es, glaube ich, interessant. Ich glaube, wir sind alle jetzt der Meinung, es passiert zu wenig in den klassischen Medien Hip-Hop-mäßig. Also der Meinung war ich schon immer. Der Zug ist abgefahren. MTV ist das eine, ganz, Entschuldigung, aber ja. Das einzige Land auf dem ganzen Planeten, wo MTV nicht funktioniert, ist Deutschland. Herzlich willkommen bei der Flair Show. Ganz kurz, Leute. Das einzige Land auf dem ganzen Planeten, wo MTV weggehen musste aus dem Fernsehen, war in Deutschland. Und willst du wissen, warum? Weil die Deutschen feiern nicht ihre eigenen Stars. Da ist doch der Punkt. Jetzt Tobi Schläger. Egal, was für ein Star Bushido wurde. Egal, was für ein Star Bushido Tobi, wurde. So. Am Ende haben sie ihn wieder, wollten sie ihn wieder zersägen. Ja, wobei ich glaube, die Musiksender wurden zerstört aufgrund auch des Internets. Du kannst halt die Clips dir jederzeit angucken. Du brauchst es nicht mehr. Ja, aber in anderen Ländern hast du mal geguckt, was zum Beispiel in Amerika, was da läuft bei MTV, da läuft keine Musik mehr. Nein, die holen die Stars in die Sendung. Ja, da kommen halt irgendwelche Reality-Shows, da gibt es auch keine großen Musik-Shows. Ja, aber mach doch mal eine Reality-Show in Deutschland. Warum macht das keiner? Ich bin, glaub, bin mein ja Leben, beschäftigt. Mein Leben liefert gerade in den letzten Monaten sehr viel Entertainment. So, ich kann generell finde ich es wichtig, dafür zu trommeln, dass in den klassischen Medien noch was passieren muss. Also gerade Hip-Hop-mäßig. Aber da sind wir ja einer Meinung, das ist ja langweilig. Aber lass uns nochmal auf dieses Gesellschaftsding zurückkommen. Genau, so. Richtig. Also ich glaube, und generell wollte ich noch eine Sache sagen zu den bösen Massenmedien. Ich glaube trotzdem nicht, dass gute Journalisten würden sich niemals gegen Straßen-Rap erheben und sagen, wir sind intellektueller. Nein, es gibt doch viele Leute in den Massenmedien. Also das ist Quatsch. Ich glaube nur, Moment. Ich schicke dir gerne ab heute immer den gesammelten Müll. Okay, dann sind wir wieder einer Meinung, verdammt. Aber dann lass uns zu der Gesellschaft zurückkommen und deshalb finde ich es gut, dass wir hier sitzen, weil die Frage ist ja, ob es so bleiben muss mit Schwulenfeindlichkeit und Homophobie. Also es sind ja so Punkte, wo man sich immer wieder mal zusammensetzen kann und überprüfen kann, hat sich da was getan. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich echt viel getan. So ja. Gerade was Respekt auch gegenüber Schwulen und Frauenquote und so kommt ja jetzt auch, dass da echt viel passiert in der Gesellschaft. Wenn Hip-Hop jetzt das Spiegelbild dieser Gesellschaft ist, müsste Hip-Hop eigentlich auch liberaler werden. Aber das dauert. Du hast ja hier sozusagen die Kinder der alten Zeit. Wo sind wir denn nicht liberal? Moment, ich will nur in dem Augenblick sagen, genauso wie ein Typ sagt, er steigt gerne mit einem Typen in die Kiste, so will ich aber auch sagen, ja, ich stehe auf Blondinen. Ja, das ist ja okay. Nein, ist nicht okay. Was hast du denn gegen Blondinen? Ist nicht okay. Jedes Mal, wenn ich einen Song mache, ey, du geile Blondine, zieh dich mal aus, dann sagen alle, der ist frauenfeindlich. Das sagen wir nicht. Das sagt alles sagen es bei euch. Glaubst du denn, dann Tobi Schlegel möchte auch Blondinen aussehen. Glaubst du, dass es Frauen gibt, die sich da irgendwie, die das nicht gut finden? Ja, dann sollen sie das nicht gut finden, ist deren Meinung, aber ich mache es trotzdem. Und es gibt dann auch, Sachen, die Frau dann macht, zum Beispiel Birkenstock und Rollkragenpulli und ich finde das auch nicht cool. Ich finde, eine Frau muss sich sexy anziehen. Eine Frau hat High Heels zu tragen, ist meine persönliche Meinung. Ja, solange du sagst, das ist meine Meinung, ist das ja alles cool. Genau. So, wenn du sagst, ja, ich spiegel nur das wieder, was die Gesellschaft sagt. Also ich bin die Gesellschaft, nein, dann ist das natürlich nicht so. Das sagen Leute wie ihr. Leute wie ihr sagen, ich spiegel die Gesellschaft wieder. Die Gesellschaft gibt einen Fick auf mich. Das ist richtig. Warum soll ich jetzt für die Gesellschaft hier sitzen? So? Aber du bist trotzdem Teil dieser Gesellschaft und in dieser Gesellschaft... Ich habe in der Gesellschaft nie wirklich Anklang gefunden. Nichtsdestotrotz, du lebst in der Gesellschaft. Ja, natürlich. Ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der sagt, ich möchte mich irgendwo auf einem Bauernhof vergraben und möchte da... Wer macht das denn? Kommen wir mal auf Schiff. Flair, aber nein, eine Sache noch. Er sagt ja nicht, das ist ja auch das Interessante, er sagt ja nicht, dass er die Gesellschaft ist, sondern er ordnet es ja auch ein. Du bist ja ein Individuum. Natürlich. Ja, und so sehe ich das halt auch. Ich glaube, dass die Gesellschaft auch natürlich dich selbst formt und auch dann sozusagen den Rap beeinflusst, aber die Texte schreibt der Rapper immer noch selbst. Natürlich, sagen, aber er lebt ja in der Gesellschaft und die Politik in diesem Land ist nun mal im weiten Teil immer noch
Homosexuelle diskriminieren, Frauen diskriminieren. Deswegen wird ja sowas wie Frauenquote und so weiter besprochen. Woher kommt das? Es kommt ja aus einem Missverhältnis. Aus die Gesellschaft formt mich nicht. Die Gesellschaft gibt mir gewisse Sachen und mit denen muss ich arbeiten. Aber die Gesellschaft hat mich nie, also ich bin nicht der Meinung, dass sozusagen es so und so viele Arbeitslose gibt, so und so viele Kriminelle oder so und so viele weiß ich nicht was, weil die Gesellschaft so ist. Das ist Blödsinn. Ich bin der Meinung, jeder Mensch steht morgens auf und muss sein Ding machen. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, alle sehr gute Chancen und sehr gute Möglichkeiten, da was draus zu machen. Wenn man jetzt aber darüber redet, was du gerade sagen wolltest. Wenn man jetzt darüber reden will, was Flair übernimmt einfach. Ja, natürlich, erstens, er macht das nicht gut genug. Der Titel heißt auch Flair übernimmt. Ja. Warum wird er nicht darüber diskutiert, ob es. Rede doch mit Rappern über die Frauenquote. Was mach hältst du denn von der Frauenquote? Die soll man machen. Wenn die meinen, ist so einfach, auf dem Bau, sollen die mal auf dem Bau arbeiten, die Frauen. Sollen die mal... Frauenquote im Bau, oder was? Überall, ja. Wenn dann überall. Gleichberechtigung bedeutet, ja. Das, was der Mann macht, soll die Frau auch machen. Ja. Ich, ganz kurz bitte, du lässt mich nicht ausreden. Wir reden aber über Wirtschaftsunternehmen, wir reden über Aufsichtsräte. Ja, nur aber, Männer ja, hocken, ja, aber, nur 50-jährige, ja, grauhaarige, ja, Männer hocken, die über unser Schicksal bestimmen. Ja, aber Falk, aber das ist dann nicht konsequent. Das ist dann wieder sich die Rosinen rauspicken. Was denn für Rosinen? Die Bauarbeiterfrauen wären die Rosinen. Du musst über die wirklich wichtigen Dinge reden. Ich will damit sagen, so, dass ich als Mann auch sage, es gibt gewisse Sachen, die können Frauen besser als Männer. Falk, ich gehe mal ganz kurz mit rein, weil du hast... Ne? Einen Moment, ich würde jetzt gerne noch mal kurz... Warum lasst du ihn nicht ausreden? Wir müssen anders. Ich glaube, dass wenn sich politisch in diesem Land was ändert und wenn man über die Frauenquote und sowas gar nicht mehr diskutieren muss, wenn Alice Schwarzer einfach auch gar nichts mehr zu tun hat, was wahrscheinlich eh aus ganz anderen Gründen, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt, wahrscheinlich besser wäre, egal. Und wenn Homosexuelle wirklich 100% gleichberechtigt sind in allen legalen, allen Fragen, die existieren. Ich glaube, dass das dann eben automatisch rückspiegelt, auch in die Hip-Hop-Szene. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in der Hip-Hop-Szene trotzdem immer stärker durchaus diese Machismo-Tendenzen drin sind. Das ist, die was? Glaube ich, Macho, Machismo. Machismo-Tendenzen? Ja. Geiles Wort, das muss ich mir merken. Dass das einfach am Start ist, weil Hip-Hop natürlich es bietet eben diesen Raum und es zieht automatisch diese Leute auch an, weil das halt das immer repräsentiert. Leute, ne? Wie und mich. Diese Leute. Ja, diese so, Leute. Weil es ihnen ein Sprachrohr gibt und deswegen, das wird schon immer da sein, aber ich glaube, dass sich was wandeln würde und es würde mehr Aussagen wie gay okay geben, wenn es gesellschaftlich auch noch schon weiter vorangetrieben wäre. Aber das ist keine Aufgabe und das hatte ich dir auch geschrieben, das ist keine Aufgabe der Politik. Alle Wandlungen, die passiert sind, die Politik reagiert wirklich erst als letztes. Also nimm ein Beispiel, wir kämpfen für mehr Umweltschutz, wir kämpfen gegen Atomkraft und so. Das hat Jahre gedauert, das ist ein Protest, der aus der Zivilgesellschaft kam. Und dann langsam, dann sind die Medien drauf gesprungen und dann langsam hat die Politik, und zwar ganz, ganz langsam, ist erstmal wieder zurückgerudert und hat es dann entschieden, ach, Atomkraftwerke sind ja doch gefährlich, schalten wir sie mal ab. Das kommt, das muss immer aus der Gesellschaft kommen, Wandel. Klar, und deshalb, ich weiß, was du meinst. Schieb es nicht auf die Politik ab, sondern du kannst, es ist immer größer geworden, auch der Protest für mehr Frauenrechte, es kommt aus der Gesellschaft. So. Und deshalb ist die Gesellschaft nicht immer die Gesellschaft, sondern sie verändert sich. Aber du kannst das, worum es mir geht, ist, dass man das Pferd vorwärts und nicht rückwärts reiten muss. Du kannst nicht, wenn du Flair und alle anderen Rapper dazu bringen würdest, nie wieder das Wort Schwuchtel und so weiter zu benutzen, würde sich trotzdem nicht... Aber das will ich ja auch gar nicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Nö, aber, die Frage ist, gibt es eine Veränderung dahin? Also wenn wir kurz darüber reden, ob wirklich Schwule diskriminiert werden in Deutschland? Nee, lass uns mal... Warte mal. Nee, ich möchte jetzt mal... Das ist mir wichtig. Sie sind noch nicht 100% gleichberechtigt. Ist ja, so. Ja, ich auch nicht. Du auch nicht, er auch nicht. Wir haben alle unsere Probleme. Ist das euer Ernst gerade? Nein, es geht, Moment, halt. Es geht ja vom Gesetz, ob du vom Gesetz gleich bist. Und da sind Homosexuelle, gerade was Adoptionsrechte angeht, immer noch nicht gleichgestellt. Das ist so, ist Faktum. Vom Staat sind wir nicht alle gleich. Ja, okay. Und das muss und sollte man auch anprangern. Ob es der Hip-Hop sollte, ist eine ganz andere Frage. Aber generell ist es ein gesellschaftliches Problem, dass alle gleichberechtigt sein sollten. So. Wandel in der Gesellschaft ist das Thema, das du schon angesprochen hast. Hör mir zu, Falk, der Ball geht jetzt zu dir. Gleichberechtigt im Recht. Also der Wandel der Gesellschaft, der ist im Gange und das ist dann auch das Ergebnis, warum du der Meinung bist, dass es dann vielleicht auch irgendwann aus den Rap-Texten verschwinden kann. Nein, halt, aber eine Sache noch. Hier, also es ist ja auch auffällig, dass es eben, du wirst drüber lachen, aber es ist halt so,
dass es erfolgreiche Rapper gibt, die sich dem ja nicht mehr bedienen. Also sei es jetzt ein Materia oder Casper, verzichten ja komplett darauf. Die haben sich noch Warum ist das so? Ist die Frage. Weil Leute wie du dann sagen, die hole ich mir in die Sendung. Ach, Quatsch. Also nein, du meinst, dass Materia ist wirklich... Wir haben Materia ist auf 1 gegangen, wir haben Materia deshalb eingeladen, weil er auf der 1 war. So, das war ein ganz klarer Grund, aber da ging es jetzt nicht textlich. Aber Bushido ist auch auf die 1 gegangen. Sollte man sich nicht Kollege und Farid Bang sind auch auf die 1 gegangen. Genau, sollte man sich nicht... Kollege verkauft 100.000 Platten in der ersten Woche. Sollte man alle einladen. Aber dann sind wir wieder bei der Medienkritik. Sollte man nicht die Leute dann in die Sendung einladen, die was zu dem Thema sagen können? Zum Hip-Hop-Thema. Nein, bei uns ging es nur um Hip-Hop. Nein, das, was er meinte, ist, dass du holst die Materia in die Sendung und fragst dann Materia, warum gibt es... müssen solche Wörter im Rap sein? Oder du redest mit Materia über das Thema, wo dann Materia dann auch da sitzt und dann hat er auch gut geantwortet. Er hat ja gesagt, dass er eine kritische Kante zeigen musste. Aber der Punkt ist, ich finde deinen Vorwurf interessant, dass du meinst, dass Materia diese Worte nicht benutzt, weil er dann die Hoffnung hat, eingeladen zu werden. Das ist aber falsch. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass Materia... Er sagt die Worte, die bösen Worte, nicht um eingeladen zu werden. Ja, aber ich glaube nicht, dass er das wirklich sich aus... Also, dass er einen Text schreibt, da steht Schwuchtel drin, dann streicht er das durch, weil er denkt, dass... aber ich glaube schon, dass er ein schlaues Label hat, ein schlaues Management und die sagen ihm schon, ey Junge, du bist gerade auf dem... Echt? Du meinst, er ist so ferngesteuert? Nein, das fängt wieder an, dass man ihm irgendwas andichtet. Das soll auch kein Diss sein. Ich will nur damit sagen... Das, was er macht und das, was sozusagen Erfolg hat bei ihm, das ist er ja auch. Und dazu kann er auch stehen, er ist authentisch. Sonst würde er keinen Erfolg haben, wenn er nicht authentisch wäre. Aber Deutschland und Materia passt gut zusammen. So, mehr sag ich gar nicht. Dann würde es ja Deutschland ganz gut gehen, oder was? Nein, was heißt gut? Ich will das nicht bewerten. Ich sage halt, und Bushido wird nie im Radio laufen. Und Farid Bang und Kollege auch nicht. Und ich auch nicht. Und 50 Cent, die neuen Sachen laufen auch nicht mehr im Radio. Weil der harte Content, der ein Teil von Hip-Hop ist, der wird komplett ausgeblendet. Und der findet nur im Internet statt. Also Rap-Marketing, Street-Rap-Marketing ist nur über Internet. Internet und vielleicht ein bisschen Plakatierung. Welche Plattform haben wir denn? Du weißt, wenn du sagst nur Internet, dass es bald kein Fernsehen mehr geben wird, sondern nur noch Internet. Ja, ich rede aber davon, dass niemand kommt und sozusagen diese Sache backt. Dass niemand kommt und sagt, oh, das ist ein Part von Hip-Hop, den müssen wir mit einbeziehen. Das machen die Medien nicht. Und das Internet... Aber Backspin sind ja auch Medien. Und ein sehr für euch ist das ein Medium Teil. Mittlerweile. Ein sehr kleines Medium mittlerweile, leider, weil sie auch durch diesen Wandel im Internet oder auch durch dieses, wie nennt man das? Also die Medien haben sich Medienwandel. Den Medienwandel, danke sehr, mussten sie auch gucken, was sie machen. Mir geht es jetzt momentan nochmal darum, Falk, dich nochmal mit einzubringen, in Form von Vergangenheitsbewältigung. Denn du hast gesagt, dass gerade jetzt, dass ein Wandel stattfindet. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Ja, genau. Und du bist derjenige, der in die Vergangenheit gucken kann. Wie Hip-Hop in der Vergangenheit sich mit diesen Themen auseinandersetzen, denn das ist ja nichts Neues. Es gab schon immer, keine Ahnung, Gewalt, Verherrlichung, Drogen, Konsum, Sexismus, alles, die N-Wort-Debatte. Wie ist Hip-Hop in der Vergangenheit damit umgegangen? Naja, was heißt, wie ist Hip-Hop damit umgegangen? Ne? Also was ja, darin selbst war ja auch schon rein. Aber was ist Hip-Hop? Ach okay, ich verstehe, worauf du vielleicht anspielst. Meinst du die N-Wort-Ausmerzung vor 10 Jahren? Das ist ein Beispiel, ja. Okay. Also trotzdem muss ich die Frage stellen, was ist da Hip-Hop? Hip-Hop ist natürlich zum einen, das sind die Künstler, das sind die Fans und das sind Medien. Und dann gibt es natürlich Veranstalter und so weiter. Und wenn man jetzt diese N-Wort-Debatte, also dieses scheiß N-Wort, es geht um das Wort Nigger, ja, das wurde intensiv benutzt vor 10 Jahren von Nicht-Schwarzen, auch von Schwarzen, aber... auch viel von nicht-schwarzen Berliner Rappern. Und da war das konkret so, dass zum Beispiel Afrop, Samy Deluxe oder auch Deep Flame wirklich die Rapper damit konfrontiert haben und denen klargemacht haben, pass mal auf, wir finden das total scheiße, lasst es einfach sein so, hört auf, darüber zu reden. Und die haben dann auch damit aufgehört. Also das war so eine Form von Selbstreinigungsprozess ein bisschen. Und vor zwei, drei Jahren, vor einem oder zwei Jahren grob, gab es in so Battle-Raps auch wieder Weiße, die das Wort Nigger eingesetzt haben. Und dann ging da auch eine Diskussion los. Und erstaunlicherweise, also empfunden habe ich so, dass nachdem diese Diskussion dann nochmal losgetreten wurde, dann das nicht mehr eingesetzt wurde. Das heißt, die Leute tatsächlich, die Rapper dann aufgehört haben, gesagt haben, obwohl es viel Gegenwehr gab vom Publikum, die gesagt haben, also auch diese Argumente, ich kenne Schwarze, die haben kein Problem, es ist doch nur ein Füllwort und so, worüber regt ihr euch auf?
Die Rapper, die Aktiven, scheinen aber es wieder aufgehört zu haben. Kann ich dazu was sagen? Ja, bitte. Ich habe ja nun genug geredet. Du bist ja auch hier zum Reden. Das ist deine Sendung. Das deutsche Rapper das Wort Nigger benutzen wollten, hatte den Ursprung, dass amerikanische Rapper dieses Wort benutzt haben. Klar. Und diese sozusagen jetzt im Zusammenhang zwischen deutschem und US-Rap es einfach als cooles Wort benutzt haben. Dass es in Amerika natürlich eine krasse Geschichte zu dem Wort gibt und dass es auch krasse Diskussionen in Amerika zu diesem Thema gibt, dass auch generell, auch wenn Schwarze dieses Wort benutzen, untereinander es nicht so gern gesehen wird von vielen Leuten und es da riesige Debatten gab, ist der letztendliche Grund ein Hip-Hop-Thema. Cool. Das heißt, ein Rapper wollte das benutzen, dieses Wort, weil er das bei seinem Vorbild, bei seinem Idol gehört hat. Genau. So ganz kurz. Und wenn dann ein Afrop und ein D-Flame oder Brothers Keepers dann sagen, nein, wir finden das nicht in Ordnung, dann haben die das Recht dazu, weil sie dazu nochmal einen anderen Bezug haben. Sie haben dann nicht nur den Bezug, wie beispielsweise ich, wenn ich 50 Cent höre und er dieses Wort benutzt, sondern sie haben dann halt einen historischen Hintergrund. Und sie haben dann halt das Recht zu sagen, ey, meine Mutter, mein Vater und ich, wir verstehen darunter noch was ganz anderes. Lass uns mal hier in unserem Hip-Hop-Wohnzimmer klarkommen und das nicht mehr machen. Dann ist es okay. Dann einigt sich die Rap-Szene und man sagt halt, okay, ich habe das eigentlich nur als was Cooles gesehen. So. Und dann sagt Afrop meinetwegen cool Savage, hey, ist aber nicht so cool. Und erklärt ihm das. Dann ergibt sich und die Leute einigen sich. Aber trotzdem hat Savage dieses Wort nicht benutzt, weil er Rassist ist. Ganz im Gegenteil. Er wollte damit sagen, so, er wäre wahrscheinlich auch gerne manchmal schwarz gewesen, ja, weil er schwarze Vorbilder hat, also genauso wie ich. Die meisten Vorbilder, die ich habe, sind schwarz. Und somit ist es ein Hip-Hop-Ding, was dann auch unter Hip-Hopern geklärt wird. Backspin.